Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni und Jens Rieber. Guten Abend, willkommen zu den Tagesthemen. Auch von mir guten Abend. Der auf jeden Fall kein guter war für unsere Frauenfußballnationalmannschaft. Und so langsam muss man sich fragen, ob Weltmeisterschaften und der deutsche Fußball einfach nicht mehr zusammenpassen. Erst zweimal hintereinander die Männer in der WM-Vorrunde rausgeflogen und nun auch die Frauen. Die zum allerersten Mal überhaupt in der Geschichte. Und das wie schon die Männer 2018 im letzten Gruppenspiel gegen Südkorea. Dabei waren die Kickerinnen so fulminant mit 6:0 gegen Marokko ins Turnier gestartet, aber nach dem 1:2 gegen Kolumbien reichte das Unentschieden 1:1 heute am Abend nicht. Über die bittere Blamage von Brisbane, Boris Poschalski. Die große Leere nach dem Aus. Es fehlte dem Team zu viel. Es fehlten am Ende auch die Worte. Ich weiß auch gar nicht, was ich großartig sagen soll irgendwie, weil ich noch nicht so ganz verstehen kann, was hier jetzt gerade abgeht, um ehrlich zu sein. Ich bin leer, ich bin wie ohnmächtig. Und habe keine Worte gerade. Sorry. Die deutschen Fußballfrauen mussten gegen Südkorea gewinnen, um sicher das Achtelfinale zu erreichen.